So, ganz schnelles Notfallvideo zu Juicy Fields. Also viele von euch haben ja schon gehört wahrscheinlich, dass Juicy Fields ein Scam sein soll. Tatsache ist, man kann sich seit ungefähr gestern oder seit ungefähr 24 Stunden nicht mehr einloggen. Das heißt, ihr könnt hier E-Mail und Passwort eingeben und dann heißt es Access denied, das geht nicht. Und jetzt gibt es natürlich auf YouTube, in Telegram und sonst wo jede Menge Leute, die sagen, boah, das ist ein Scam, das Geld ist weg, alles ist verloren. Auch auf Trustpilot gibt es jetzt echt einige sehr, sehr negative Reviews. Übrigens auch einige, da müsst ihr echt vorsichtig sein. Da sagen euch Leute, oh, mein Geld wurde gestohlen, aber schreib an diese E-Mail-Adresse, der hilft es dir wieder zu bekommen. Das ist Safe Scam, also da auf keinen Fall drauf reagieren. Bei Juicy Fields ist es jetzt so, dass offensichtlich auch die Telegram-Gruppe gehackt wurde. Darum gibt es jetzt eine Juicy Fields Backup-Telegram-Gruppe. Da packe ich euch den Link zu hier in die Infobox, dann könnt ihr euch da mal rein einloggen. Das Wichtige ist, in dieser Backup-Gruppe gibt es Nachrichten vom CEO, wo klar drin steht, dass die Logins für 48 Stunden gelockt werden sollten oder ge also geblockt werden sollten, hauptsächlich wegen dem Stress mit der BaFin. Aber eigentlich sollte das morgen, also am Samstag, wieder gehen. Das heißt, ob das wirklich Scam ist oder nicht, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Ich will es gar nicht ausschließen. Ich glaube, das können wir an der Stelle jetzt nicht. Aber ich bin noch nicht überzeugt davon. Also ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt Ruhe bewahren, keine Panik, sondern abwarten, was passiert und dann entsprechend reagieren. Nichtsdestotrotz, ihr habt ja auf meinem Kanal hier in letzter Zeit ein paar Videos gesehen zu Plants und My First Plant, also andere Cannabis-E-Grow-Plattformen. Es macht immer Sinn zu diversifizieren. Das heißt, wenn ihr könnt, versucht einfach bei allen zu investieren. Und wenn ihr nicht genug Geld habt, dann macht eben kleinere Beträge, wenn es irgendwie geht. Wenn ihr mehr Geld habt, gerne auch größere Beträge natürlich, aber streut. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Juicy Field wirklich Scam ist, dann seid ihr immer noch bei den beiden anderen und seid da safe und macht da immer noch Gewinne. Alles auf ein Pferd zu setzen, ist echt gefährlich und das kann ich keinem empfehlen. Ich persönlich bin bei Juicy Fields seit, ich glaube, ungefähr 14 Monaten, wenn nicht sogar ein bisschen mehr angemeldet gewesen. Das ist in all der Zeit super gut gelaufen. Also Auszahlungen waren schnell, alles problemlos. Also wenn das ein Scam wäre, dann würde mich das schon sehr wundern, dass das so lange gedauert hat, dass sie das ja fast 2 Jahre wahrscheinlich haben laufen lassen. Glaube ich eigentlich nicht. Aber das ist natürlich jetzt auch nur mein Gefühl und ja, wir müssen mal abwarten, was jetzt wirklich passiert. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an mich auf Telegram. Auch hier der Kontakt ist in der Infobox. Ich hoffe das Beste und dass das alles weiter stabil läuft, dass das mit der BaFin geregelt werden kann und dass wir vielleicht noch viel Spaß an dem Projekt haben. Lasst uns optimistisch bleiben. Das ist sowieso die schönere Lebenseinstellung. Und wenn es dann anders kommt, ja, dann machen wir eben die Gewinne woanders. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.